Hallo, mein Name ist Ruth-Alice Kosnick. Ich möchte heute eine für mich ganz neue Technik vorstellen im Gelatinedruck, und zwar das Übertragen von Fotografien. Dazu braucht man einen Laserdruck. Und das sieht nachher ungefähr so aus. Also das Ergebnis wird so ganz rauchig und irgendwie verschwommen und hat dadurch einen ganz eigenen Charakter. Man kann auch aus Zeitschriften, also mit Bazaar und mit InStyle habe ich da gute Erfahrungen gemacht, kann man Teile austrennen und übertragen. Ich zeige das aber jetzt mit einem Laserdruck. Für dieses Video habe ich folgende Materialien benutzt. Einmal dieses Sennelier Abstrakt in Mars-Schwarz. Natürlich eine Gelatineplatte. Ich habe dazu ein Video gedreht, wie man die selber herstellen kann. Das findest du da. Ansonsten kannst du natürlich auch gekaufte Gelatineplatten nehmen, die habe ich auch unten verlinkt. Ich benutze am liebsten dieses Papier von Ars Nova, das heißt China Skizzenpapier. Und dann natürlich ein bisschen Bast und ein paar selbst aus Pappe ausgeschnittene Schablonen. Bei Acrylfarben kannst du alle möglichen Farben nehmen, die sind auch gut untereinander mischbar. Ich nehme meistens eine mittlere Qualität. Und dann brauchst du natürlich wie immer noch Babytücher und eine Linoldruckrolle und eben Haushaltspapier. Und das sind die üblichen Materialien, die du sonst auch bei Gelatinedruck benötigst. Und wie gesagt, gute, kontrastreiche Laserdruckvorlagen. Es kann sein, dass es das erste Mal nicht ganz gelingt. Wichtig ist einfach, dass der Farbauftrag wirklich dünn ist und dass du das Papier nur ein paar Sekunden drauf lässt. Man muss es ein bisschen probieren, bis es gut hinkommt, aber wenn es dann klappt, ist das Ergebnis sehr schön. Wichtig ist, dass nur sehr wenig Farbe aufgerollt wird. Ich mache die Farbe jetzt hier ganz direkt auf die Platte und roll die sehr dünn aus. Jetzt habe ich das ungefähr 10 Sekunden drauf gelassen und jetzt muss das erstmal trocknen. Und in der Zeit, wo das trocknet, gestalte ich hier den linken Teil. Ob es trocken ist, kann man vorsichtig fühlen. Also es muss gut abgetrocknet sein. Und wenn das trocken ist, wird darauf eine ganz helle Farbe gelegt. Und da ist es wichtig, nicht zu viel hin und her zu bewegen. So, und das wird jetzt gedruckt. Und hier kann man immer gucken, nimmt die Farbe jetzt das Schwarz unten drunter mit? Die verklebt sich sozusagen mit dem ersten Farbauftrag. Und wenn das noch nicht so weit ist, dann einfach noch ein bisschen warten. So sieht das jetzt aus. Hier arbeite ich jetzt noch ein bisschen nach, indem ich nochmal den Ghost Print einarbeite. So, das ist das Ergebnis dieser Technik. Der Effekt kommt dadurch zustande, dass die schwarze Farbe, die aufgerollt ist, von den weißen Stellen angesaugt wird. Und da, wo schwarze Druckerfarbe ist, da bleibt quasi die schwarze Acrylfarbe stehen. Und dadurch kriegt man sozusagen diesen Effekt. Das ist, wie gesagt, mit jedem Laserdruck möglich, aber es muss ein guter Schwarz-Weiß-Kontrast in dem Motiv sein. Und das gilt natürlich auch für die Zeitschriften. Also wenn du was raussuchst, dann irgendwas, was einen sehr guten Schwarz-Weiß-Kontrast hat. Sowas zum Beispiel würde gehen, weil sie jetzt einen schwarzen Bikini trägt. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass einen Daumen hoch, wenn du magst, oder abonniere meinen Kanal. Hier geht es weiter zu einem weiteren Gelatinedruck-Video. Und sonst viel Spaß und tschüss!